hier heute auf dem Swiss Innovation Day, powered by SHS, Swiss Hospitality Innovation. Und vielen Dank, Corinne Denzler, General Manager des kürzlich eröffneten Chenault Palace Vegas. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Gerne. Corinne, Sie haben gerade eben an dem Panel teilgenommen, Corona Learnings, was haben wir aus der Krise gelernt? Wie würden Sie für die Daheimgebliebenen oder diejenigen, die dem Panel nicht folgen konnten, die Kernaussagen zusammenfassen? Gut, also für mich persönlich gibt es eigentlich drei Learnings. Einerseits, wir sind sehr, sehr privilegiert, hier in der Schweiz zu arbeiten, zu leben, Unternehmer zu sein. Ich denke, das hat uns allen wieder mal vor Augen geführt, wie gut und reibungslos die staatliche Unterstützung geholfen hat und auf welch hohem Level wir hier leben. Das Zweite ist sicher Gesundheit als Trend, der ja schon längere Zeit überall schließt man darüber, das ist sicher jetzt der Megatrend, den auch eine breite Öffentlichkeit wahrnehmen wird. Und das Dritte ist so für mich vor allem, es lohnt sich einfach nicht zu lange hinaus zu planen. Wenn man so 3- und 5-Jahrespläne macht, ich glaube, von dem müssen wir uns ein bisschen verabschieden, weil wir wissen alle, Covid-19 wird nicht die einzige Pandemie sein. Sie wird irgendwann mal vorüber sein und dann gibt es vielleicht eine Verschnaufpause und dann kommt die nächste Überraschung. Mit Blick auf Ihr Team und dem Projekt, Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, war die Eröffnung geplant für Anfang des Jahres, schlussendlich eröffnet worden ist im Juni, ist das richtig? Ja, also wir haben die Eröffnung auf den 1. Mai geplant, noch bevor Covid ausgebrochen ist. Ich kam an Bord am 1. März, das Gros des Teams kam am 15. März an Bord, das war wirklich ein Tag, bevor der Lockdown beschlossene Sache war. Das war schon sehr, sehr, sehr schwierig, weil dieser ganze euphorische Eröffnung Hype. Der ist zugrunde gegangen im Team, sondern er war überschattet vor Angst vor Covid-Ansteckung und Angst vor der wirtschaftlichen Konsequenz. Wir haben sehr, sehr viele ausländische Spezialisten in unserem Team, viele Leute, die zum ersten Mal in der Schweiz waren, die sich gar nicht auskannten, wie ist denn das mit Lohnfortzahlung? Und jetzt bin ich da, habe mit meinem letzten Ersparten eine neue Wohnung eingerichtet, bekomme ich überhaupt einen Lohn, werde ich gleich wieder entlassen, geht dieses Hotel je auf? Das waren so die großen Sorgen und Nöte und ich kam mir vor wie die Mutter Helvetia, die so ein bisschen im Kader die Schweizerin verkörpert und sagt, ganz ruhig sein, in der Schweiz läuft das relativ geordnet, es gibt Kurzarbeit, allen erklärt, so und so und so und so geht das. Aber es war ein harziger Start, weil Covid hat alles überschattet. Und erst als es dann ein bisschen zurückging und man gesagt hat, wir probieren am 11.06. aufzumachen, dann kam das wieder zurück. Wieso sind wir jeden Morgen in diesem wunderschönen Hotel? Was ist unser Ziel? Nämlich die Eröffnung und Covid ein bisschen auf die Seite. Das ist wahrscheinlich, Kommunikation ist wahrscheinlich ein großer Faktor im Umgang mit dem Team. Wie haben Sie das gelöst in den letzten Monaten, mit den Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben und diese Message auch zu transportieren? Ja, am liebsten würde ich schon mit allen nur reden. Also ich finde, dass wenn man das dann alles nur noch digital macht, sehr, sehr schwierig. Aber gerade weil es so viele Mitarbeiter waren, aus unterschiedlichen Sprachen, haben wir sehr schnell Slack installiert, und damit wir einen Kommunikation Weg haben, wo wir wirklich jeden erreichen und jeder die gleiche Message hat. Und nicht am Anfang fängt man so an und sagt, das geht ans Kader und das geht an die Bereichsleiter oder das ist eine Message für alle Therapeuten, weil die den Körperkontakt haben. Und da merkt man, nicht gut. Jede Info muss an alle. Und dann haben wir so begonnen, immer freitags den Update zu machen über die BAG-Meldungen, über wie kann man sich noch besser schützen, was machen wir für Schutzmaßnahmen. Wir haben gemerkt, wir müssen wirklich ganz, ganz, ganz viel kommunizieren. Aber es war auch wichtig, immer dafür dazustehen, dass die Leute kommen, wenn einer anruft und sagt, ich habe ein bisschen Husten, dass man sofort sagt, ja, zack, kann's kommen. Wir konnten selbst intern testen, weil wir eine Medical-Abteilung hatten. Das war ein Riesenvorteil. Das ist Wahnsinn, ja. Die Mitarbeiter waren nie allein. Auch wenn sie allein in Vegas waren, niemanden gekannt haben, weil es ganz neu ist. Wir haben sie supportet. Und rückblickend, Sie haben jahrelange Erfahrung in der Luxushotellerie. Das ist Ihre Expertise, auch jetzt mit dem Produkt. Mhm. Denken Sie, dass sich die Luxushotellerie verändern wird aufgrund der aktuellen Krise? Gibt es da Veränderungen in dem, was wir als Luxus
wahrnehmen oder vermarkten? Ja, ich bin nicht sicher. Ich fürchte, kommt ein bisschen darauf an, wenn Corona relativ schnell Anführungszeichen vorbei ist, werden wir es auch sehr, sehr schnell wieder vergessen. Wir haben es ja vorher bei der Abstimmung im Auditorium gesehen. Die Mehrheit der Teilnehmer hat heute gesagt, es ändert sich nichts. Und das könnte so sein. Wir vergessen einfach viel zu schnell. Und so cool, wie wir jetzt diesen Sommer Schweizer Ferien finden, so cool werden wir nächstes Jahr halt doch wieder Fernweh haben. Ich denke, ja, man wird ein bisschen mehr darüber nachdenken, ist Gesundheit der neue Luxusartikel, dass es nicht nur eine Worthülse ist, sondern dass man wirklich sagt, okay, wie viel Geld gebe ich denn jetzt aus für Gesundheit? Ist es jetzt wirklich ein Luxusartikel für mich? Was mache ich, dass ich nicht zur Risikogruppe gehöre beim nächsten Virus? Da könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen ein bisschen bewusster sind mit ihrer eigenen Ressource, Körper. Gesundheit. Aber sonst fürchte ich fast, dass es uns halt hier in Westeuropa extrem gut geht. Keiner musste so wahnsinnig leiden in der Schweiz. Wenn Sie diese Frage jemandem aus Bergamo stellen, dann kriegen Sie ganz eine andere Antwort, oder? Und darum fürchte ich, dass ja, und die Luxushotellerie sowieso, die wird vermutlich relativ positiv daraus herausgehen, weil in einem Luxushotel haben sie durchschnittlich mehr Platz als in einem 3-Sterne-Hotel. Der Liegeraum im Spa ist viel größer, das Zimmer ist größer, das Restaurant ist größer, die Bar, die Lobby, die Lounge. Ich kann mich wohlfühlen, ohne dass ich gleich neben dem Nachbar sitze. Das werden Rückzugsorte sein, wo die Leute hingehen. Klingt nach einer, wenn man es richtig auslegt, nach einer guten Aussicht, tatsächlich wie Luxushotellerie. Und eine abschließende Frage habe ich zum Thema High-Touch-Service. Mhm. Die Herausforderung in einem Social Distancing-Umfeld mit 1,5 Meter Abstand. Wie stehen Sie zu dem persönlichen Service? Wie setzt man das um in einer solchen? Ich finde es extrem schwierig. Ja. Ich bin jetzt 35 Jahre in dieser Branche und ich habe so einen Reflex mit Hand geben. Ich habe schon die größte Mühe, den Gast nicht mit Hand zu begrüßen. Und ich finde es einfach immer so eine halbfertige Begrüßung oder Verabschiedung. Ich schäme mich richtig dafür. Immer so mit Abstand zum Gast zu reden. Ich gehe an den Tisch, die Leute sind am Essen. Ich stehe aber eigentlich mehr da drüben, schon wieder mit dem Rücken zum nächsten Tisch, rede aber mit ihnen. Also ich tue mich noch ein bisschen schwer, obwohl ich es einhalte, aber ich finde, es ist so ein bisschen unpersönlich. Es ist echt distanziert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es wird spannend zu sehen, wohin sich das entwickelt. Ja. Vielen Dank, Corinne Denzler, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz spannenden Tag, gute Gespräche. Dankeschön. Und ich hoffe für die gesamte Branche, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Sehr gut, danke. Viel Erfolg. Danke.